Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich gilt ja oft die Volksweisheit, was lange währt, wird endlich gut. Mit dieser Debatte und mit dem Antrag der AfD haben wir jetzt schon festgestellt, das gilt vielleicht im allgemeinen Leben, für Anträge der AfD gilt es nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn die Realität ist ja, dass Sie Ihren Antrag Bundeslagebild zur Kriminalität in Bahnhöfen und Zügen, ich weiß gar nicht, wie oft im Ältestenrat, eigentlich angemeldet haben für eine Debatte am Mittwoch. Das ist so ein Platzhalterantrag, der geht dann viermal angemeldet, danke für den Zuruf, ja, viermal, das ist so ein Platzhalterantrag, substanzlos, da wartet man dann, vielleicht gibt es noch ein Thema, was sich für mehr Agitation und Propaganda eignet. Das diesmal ist Ihnen selbst nichts Besseres eingefallen, traurig für Ihre parlamentarische Arbeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. So, und dann in der Sache, wenn man sich vor Augen führt, wie lange wir jetzt auf diesen Antrag gewartet haben, war ich ja fast gespannt, ihn zu lesen. In der Sache stand in der Substanz auch nicht viel drin, sondern Sie haben, wie es zu erwarten war, die Tragödie vom Brockstedt und die allgemeine migrationspolitische Lage einfach nur wieder zum Anlass genommen, um hier irgendwie schnelle Postings für Social Media zu produzieren, um wieder zu hetzen auf dem Rücken von Migranten. In der Sache, in der Substanz kommt da nichts rum. Und ich kann Ihnen sagen, was dieses Land braucht, ist eine geordnete und gesteuerte Migrationspolitik, eine evidenzbasierte Sicherheitspolitik, aber kein Generalverdacht für Menschen mit Migrationshintergrund, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das unterscheidet uns auch, und Herr Hess, ich will das insbesondere in Ihre Richtung sagen. Also ich glaube, es gibt keinen Grund dafür, dass man die innere Sicherheit, wie sie im Moment von Nancy Faeser wahrgenommen wird, oder insgesamt die Migrationspolitik der Ampel toll finden muss. Dafür gibt es überhaupt keinen Grund. Aber wenn Sie sich dann versteigen zu Äußerungen, wie ich zitiere Sie, die Migrationspolitik der Ampel tötet Menschen, da kann ich Ihnen nur sagen, das ist eine Verrohung der gesellschaftlichen Debatte, und das ist schlecht für unser Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn wir erleben bei aller Kritik, die man an der Migrationspolitik der Ampel im Moment auch anbringen muss, wenn wir sehen, wie unsere Landräte, unsere Oberbürgermeister an den Grenzen der kommunalen Kapazitätsaufnahmefähigkeiten sind, wenn wir das sehen, dann ist es natürlich berechtigt, Kritik zu üben. Wenn aber durch die Sprache und die Debattenkultur, die Sie hier an den Tag legen, es mittlerweile Situationen gibt, dass in Mecklenburg-Vorpommern und andernorts Kommunalpolitiker, die ehrenamtlich sich für ihren Ort einsetzen wollen, jetzt von Neonazis und anderen irgendwie an den Pranger gestellt werden, dann tragen Sie mit Ihrer Sprache dafür Verantwortung, und das unterstützen wir nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. In der Sache aber ist es richtig, wenn man über die Frage der Sicherheit von Bahnhöfen redet, dann ist es natürlich so, dass wir schon auch den Blick werfen müssen auf unsere Bundespolizistinnen und Bundespolizisten. Es ist wichtig, dass wir hier dazu beitragen, dass wir endlich auch eine Stärkung der Bundespolizei noch weiter bekommen. Und ich sage auch klar in Richtung der Ampel, wir haben hier als CDU-CSU-Fraktion den Druck erhöht, auch auf das Bundespolizeigesetz. Wir erwarten, dass Sie uns da nicht weiter vertrösten, und die Bundespolizei, die auch die Bahnpolizei in diesem Land ist, braucht dieses Bundespolizeigesetz. Sie braucht ein gutes Bundespolizeigesetz, und wir erwarten, dass Sie das vorlegen. Wir brauchen für die Bundespolizei mehr Personal, wir brauchen eine bessere Ausstattung, und wir brauchen Kompetenzen auf der Höhe der Zeit. Und deswegen schließen wir uns auch ausdrücklich der Würdigung auch der Gewerkschaften an, die darauf aufmerksam gemacht haben, dass insgesamt die Situation der Bundespolizei verbessert werden muss, damit sie auch ihre bahnpolizeilichen Aufgaben wahrnimmt. Daran wollen wir arbeiten, und deswegen sage ich Ihnen, ich würde mir wünschen, dass wir hier einen Mittwoch im Deutschen Bundestag nicht mit Agitation der AfD verbringen, sondern mit substanziellen Gesetzen zur Stärkung der Bundespolizei. Das liegt in der Verantwortung der Ampel, und da haben wir die klare Erwartung, dass Sie endlich tätig werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lassen Sie mich abschließend sagen, wenn man aus Brockstedt eine Lehre zieht, jenseits auch der Stärkung der Bundespolizei, dann muss es der klare Befund sein, dass wir in der Sicherheitspolitik noch mehr Vernetzung, einen 360-Grad-Blick brauchen und auch eine bessere Zusammenarbeit in der Bearbeitung von Intensivstraftätern auch zwischen den einzelnen Bundesländern. Das sind substanzielle Themen, über die Sie mit uns reden können. Daran können wir gemeinsam arbeiten. Anträge der AfD, die hier nur
nur Anlass sind für Pauschallösungen. Die helfen aber niemandem weiter. Wir lehnen Ihren Antrag ab. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege.